Was wollt ihr? Wir wollen diesen furchtbaren Song nicht mehr länger singen. Wir kriegen schon Geschwüre davon. Und Fred hat Albträume jede Nacht. Von riesengroßen Würsten, die mir auf die Pelle rücken. Und ich kriege Migräneanfälle. Dann besorgt ihr ein paar Aspirin. Ihr müsst unseren Song weiter singen, selbst wenn er euch umbringen sollte. Eure eigenen Kompositionen. Dass ich nicht lache. Wir werden ja sehen, wer hier zuletzt lacht. Sie hören von meinen Anwälten. Und was bedeutet Mix Max eigentlich genau? Wer ist Mix? Und wer ist Max? Wieso geben Sie nicht einfach zu, dass hier die ganze Zeit von Würsten die Rede ist? Was habt ihr an Würsten auszusetzen? Tut das, was euch gesagt wird, kapiert? Oh. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Ja, aber wie lange dauert der Vertrag? Paragraph 4. Die Vertragsdauer ist unbefristet. Hört zu. Im Allgemeinen bin ich ein sehr gutherziger Mensch. Aber wenn ihr euch weigert, euren Verpflichtungen nachzukommen, dann kann ich richtig eklig werden. Wir können überhaupt nichts tun. Unsere Stimmen gehören denen. Nein, nicht nur unsere Stimmen, unsere Seelen auch. Basta, du hast recht. Ach ja? Ja, sie bringt durch uns ihre Botschaft an den Mann. Aber wir haben unsere eigene Botschaft. Die Firma macht den Rest. Mix Max ist alles, was ich weiß. Mix Max, lang leben. Leute, Sekunde, das geht so nicht. Ich will mehr Feeling hören. Ihr müsst eure süßen kleinen Seelen hineinlegen. Und los, von vorn das Ganze. Von uns erfahrt ihr nun die Wahrheit jetzt gleich. Die Firma hat gelogen und das sagen wir euch. Ihr gab stets euer Bestes, gab alles und noch mehr. Doch sie sind nur korrupt, völlig tot und leer. Oh, Mix Max, traut der Firma nicht. Mix Max, traut nicht der Mix Max. Das wird euch noch furchtbar leid tun. Mix Max, bitte Ich kann so nicht arbeiten! Wissen Sie, was die machen? Die singen ihre eigenen Texte! Meine Geduld geht jetzt bald zu Ende! Los! Niemand verlässt den Raum! Mix Max, wir gehen! Machen! Sagen Sie, Chef, was sollen wir denn nun mit Ihnen machen? Sie widersetzen sich uns, Sie sind vertragsbrüchig geworden. Sie sind sozusagen Staatsfeinde. Nur, dass wir ohne Sie nicht auskommen. Zumindest nicht im Moment. Ihre Show ist unglaublich erfolgreich. Die Umsätze schnellen nur so in die Höhe. Die Show muss weitergehen. Sie müssen weiter singen. Und wenn Sie sich weigern sollten? Dann müssen wir Sie wohl dazu zwingen. Sie entscheiden wie. Davon abgesehen, wenn ich erst einmal Präsident geworden bin, werden wir sie nicht mehr länger brauchen. Aber lassen Sie das allen Leuten eine deutliche Warnung sein. Wenn jemand nicht das tut, was ich will, dann hat er wohl oder übel die Konsequenzen zu tragen. Die vier wurden in das außerhalb der Stadt gelegene Werksgefängnis von Dr. Gier gebracht, um sie besser unter Kontrolle zu haben. Das ist ja wohl unerhört! Ich protestiere! Wo ist Fred? Oh,
Sein. Ich schwöre bei Tante Wanda, das werden wir Ihnen heimzahlen. Er kommt zu sich. Wo bin ich? Bist du der heilige Paulus? Sie haben dich ganz schön fertig gemacht, oder? Ich werde dich rächen, mein Freund. Ich zeige es diesen Gaunern. Ich werde sie... Wenn wir hier jemals rauskommen... Wir hätten doch auf die Eule hören sollen. Wie sollen wir uns da durchquetschen? Lasst mich überlegen. Wir sind verloren. Sagt ihm, er soll aufhören. Er treibt mich in den Wahnsinn. Von der Stelle. Entweder wir alle gemeinsam oder keiner. Glaub an dich, Fred. Du kannst es schaffen. Das geht in die Hose. Ich ahne es. Ich weiß es genau. Wir bleiben direkt hinter dir, ja? Ich? Ihr wollt wirklich, dass ich vorangehe? So ist es, Fred. Du. Entschuldigung. Lass mich los! Ja. Nein!
Halt mich fest! Halt mich fest! Hast du was gehört? Guter Hund. Seht nur, da drüben, ein Licht. Ich erwarte für meine Wahl absolute Sicherheit. Sämtliche Gegenkandidaten müssen eliminiert werden. Verstanden? Gewiss, mein General. Ich meine, Herr Doktor. Ich meine, Herr Doktor-General. Uns ist es gelungen, all unsere Feinde auszuschalten. Beinahe die gesamte Stadt ist unter unserer Kontrolle, abgesehen von unbedeutenden... Abgesehen von unbedeutenden was? Ach komm, Erwähnung wert, eine winzige Anzahl von Gegnern, geradezu lächerlich. Die passen in eine Telefonzelle, maximal in zwei, wenn's hochkommt. Vergessen Sie es einfach, das regle ich auch noch. Alle, die mich nicht wählen, kommen auf die schwarze Liste. Was das heißt, brauche ich Ihnen ja wohl nicht zu erklären. Danke, nicht nötig. Alle Telefonzellen unverzüglich in die Luft sprengen. Der Nächste! Sie wollten doch schon längst hier sein, nicht wahr? Hier ist unser Umsatzreport. Das ist alles? Ich wüsste gern eins. Haben Sie Mixmax unter Kontrolle oder nicht? Aber hundertprozentig gar kein Problem. Und wenn sich daran auch in Zukunft nichts ändern soll, dann brauchen wir diese vier Idioten. Die Leute lieben sie. Wir bleiben hinter den Kulissen. Und genau deshalb brauchen wir sie. Und den Song. Jawohl, den Mixmax-Song. Eine meiner Kompositionen. Und jetzt unser nächster Schritt. Die wunderbare, vollautomatisch betriebene Fastfood-Wurstmaschine! Das Modell der ausgeklügelsten computergesteuerten Wurstmaschine, die je entwickelt wurde. Sie wird 12.000 Würste pro Stunde produzieren. Lassen Sie mich erklären, wie sie funktioniert. Hier oben in diese Öffnung kommt alles hinein und genau da, dort unten, kommt alles wieder heraus. Nächste Woche haben wir einen Testlauf vorgesehen. Dann fehlen nur noch die Messer. Es ist für Sie, mein Freund. Hallo? Irgendwelche Probleme? Sie sind weg. Ich wollte sagen... Wer ist weg? Na los doch, sprechen Sie schon! Sie sind weg. Die Musikanten, nun verstehen Sie unsere vier... Sie haben zum dritten Mal versagt. Nun ist Schluss. Doch, bitte, bitte. Nein. 0006. Unser ganzer Plan ist in Gefahr. Ist das wirklich jedem von Ihnen klar, meine Herren? Oh. Lassen Sie diesen Unfug. Heben Sie sich die Munition für später auf. Dann legen wir endlich los! An alle Stationen, Alarmstufe Rot! Alarmstufe Rot! Gesamte Umgebung abriegeln! Alle Wachen auf ihren Stationen melden! Ich wiederhole, auf den Stationen melden! Hier spricht Dr. Gier. Den vier Sängern darf kein Haar gekonnt werden. Ist das klar? Ergreift die Leben! Ich wiederhole, ergreift die Leben!
Wir holen dich raus, ich verspreche es dir. Versprochen. Hey Leute, ich mache euch einen Vorschlag. Wenn ihr meine Musik spielt, dann zeige ich euch, wie man hier rauskommt. Das ist Erpressung. Okay, okay. Folgt mir. Ich kann die Maschine anwerfen. Mein Vater war Ingenieur. Das ist der einzige Weg nach draußen. Durch die Maschine? Du spähst die Sache aus. Du gehst zuerst. Warum ich? Hast du nicht ständig gesagt, du wärst unser Chef? Keine Sorge, es ist ungefährlich. Die Messer fehlen doch noch. Zum Glück habe ich meine Federn für solche Notfälle durchnummeriert. Bereit machen! Die Brücke absenken! Alle Lastwagen zum Entladen bereithalten! Verschwinden unsere Freunde.
und werde nie wieder zurückkehren. Ich mache mir solche Sorgen um unseren Star. Hoffentlich haben sie ihn nicht gefangen. Da! Seht nur da vorn! Alles gut überstanden. Ich stehe kurz vor einem totalen Nervenzusammenbruch. Gib dauernd den Geist auf, dieser saublöde Motor verflucht! Kommt er dahin, dann kommt die dahin und die stecke hier irgendwo hin. Ach, das ist eine ganze Zeit hier was. Fantastisch! Wenn mich meine Hennen so sehen könnten. Halt deinen Schnabel! Was denn? Was sag ich denn? Du solltest dich wirklich schämen, Tortellini. Könnte mal irgendjemand so nett sein und wir sagen, was hier läuft? Ich habe den Tieren versprochen, dass wir sie da rausholen. Ja, du, ich nicht. Ich auch. Nun ja, ist ja gut. Aber weiß jemand, wie das funktionieren soll? Ich habe eine Idee. Aber zuerst einmal müssen wir wieder zurückgehen. Du meinst zurück in die Höhle des Löwen? Dieses Mal drehen wir den Spieß um. Ohne uns läuft die Show nicht. Also gehen wir hin und sagen, wir hätten es uns überlegt. Aber ich habe schreckliche Angst. Angst mag ansteckend sein. Aber der Mut ist es auch, meine Freunde. Wir bedauern zutiefst, dass wir sie in Verlegenheit gebracht haben. Wir wollen es wieder gut machen. Und woher weiß ich, dass ihr uns nicht ein zweites Mal reinlegt? Ich als der Dirigent gebe Ihnen mein Wort darauf. Wenn wir zum Konzert nicht da sind, dann machen Sie einfach Salami aus. Bitte fangt endlich an. Ich habe wirklich nicht den ganzen Tag Zeit. Drum kommt seit guten Mutes und nehmt Mix und Max. Ihr tut euch nur was Gutes, nehmt Mix Max. Den Knochen tut's gut, den Sehnen und dem Bauch. Und gegen Mundgeruch hilft es meistens auch. Mix Max. Aber ja, Dr. Gier. Sie sind...